Willkommen bei Waldschrat MKK auf dem Kanal. Ich wollte heute euch mal mein Survival Angelset vorstellen. So, ich habe immer wieder gelesen und gehört, dass zum Beispiel in einer Survival-Situation man überhaupt keine Zeit hat, sich irgendwo stundenlang hinzuhocken und versucht, an irgendeinem Gewässer einen Fisch zu fangen. Das würde nicht funktionieren. Besser wäre dann irgendwelche Fallen stellen oder was auch immer. Ich sehe das anders. Wenn man weiß, wo und wie es funktioniert, das Ganze, ist es sehr einfach, innerhalb kürzester Zeit eine ganze Menge an Fischen zu fangen. Ein kleiner Hinweis für alle, die schon mal angeln waren oder mit gewesen sind oder jemanden kennen, der Angler ist, für die ist das Video nichts. Das Video richtet sich ausschließlich an die Leute, die mit Angeln oder dem Fischfang allgemein überhaupt nichts zu tun hatten und keine Berührung bisher. Von daher ist für Leute, die Ahnung vom Angeln haben, das Video eigentlich ja weniger gedacht. Ebenso wenig für Leute, die ein Problem damit haben, Tiere zu essen. Denen wünsche ich dann viel Glück, dass sie in einer Notsituation ausreichend pflanzliche Nahrung finden. Stelle ich mir persönlich jetzt im Winter relativ schwer vor, aber okay, das muss jeder für sich selbst entscheiden. So, ich filme das Ganze heute mal mit meiner GoPro und nicht mit der Spiegelreflex, weil da, ja, wie es halt immer so ist, gerade mal der Akku leer ist. Okay. Ich habe zwar noch Wechselakkus, aber die habe ich jetzt nicht gerade griffbereit. Ich hoffe, das Bild ist okay. Der Ton, hoffe ich, ist auch okay. Also, wie sieht denn mein Survival-Angelset aus? Mein Survival-Angelset ist genau das, was ihr hier im Bild seht. Das ist dieses kleine Kästchen. Das ist ein kleines Alu-Schächtelchen. Da war eine kleine Taschenlampe drin. So eine kleine LED-Taschenlampe. Und eine Rolle mit Schnur. Da komme ich dann gleich noch drauf. Ich zeige euch jetzt erstmal, was in dem kleinen Kästchen hier so drin ist. Machen wir es mal auf. Das ist noch vom praktisch die Originalverpackung. Was habe ich hier drin? Ein kleines Stückchen orangenes Paracord. Erkläre ich euch später, wofür das ist. Des Weiteren habe ich hier drin, das ist auch noch der Original Schaumstoffeinsatz praktischerweise. Ich habe drin diese kleinen, ich nenne es mal Schwimmer, Bissanzeiger. Wie das Ganze dann funktioniert, das zeige ich euch auch noch. Eine kleine Pose, die ich jetzt nicht rausbekomme, weil es sich hier in den Angelhaken verhakt hat. So. Das ist einfach eine kleine Mini-Styropor-Pose mit einer Antenne drin, die man rausnehmen kann. In der Antenne ist noch ein Loch, wo man die Schnur durchfädeln kann. Beziehungsweise man kann die Schnur auch direkt durch den Schwimmerkörper machen und dann mit der Antenne kann man die Pose feststellen. Auch dazu später mehr. Was habe ich noch drin? Ich nehme mal diesen Einsatz hier raus. So. Hier drin an dem Schaumstoff, da haben sich jetzt welche gelöst, sind Angelhaken. Ich habe auch schon öfters gesehen,
Anleitung von, ja, Survival-Spezialisten, Experten, wie man sich dann Angelhaken aus bestimmten Dingen selber basteln kann. Ich habe sie gesehen, geschnitzt aus Holz. Ich habe sie gesehen aus einem Öffnungsring von einer Getränkedose, was dann zurechtgeschliffen wird. Ob das Ganze funktioniert, ich habe so ein bisschen meine Zweifel. Kann, muss aber nicht. Ist meine Meinung. So, hier hat sich auch noch ein Angelhaken versteckt. So. Die habe ich hier einfach in das Schaumstoff reingesteckt, wenn man reingreift, dass man jetzt nicht gleich diese Dinger im Finger stecken hat. Zwei verschiedene Größen. Dann habe ich drin ein paar Schnurstopper. Ein paar kleine Wirbel mit Karabiner. Und ich hoffe, das kann man sehen. Ich kipp's mal aus. Das packen wir mal weg. Das brauchen wir jetzt nicht. Ein paar kleine Spaltbleie. Das sind einfach kleine Bleie mit einem Schlitz drin, die auf die Schnur geklemmt werden. So, das ist alles, was in meinem Survival-Angelset vorhanden ist. Mit diesem Set und einer Schnur, es ist jetzt einfach eine Rolle als Beispiel. Ich mache hier keine Werbung für irgendjemanden oder irgendwas. Ich habe das Zeug alles selber gekauft. Das mal nur als Hinweis. Wie funktioniert das Ganze? Auf der Rolle sind 300 Meter Schnur. Es gibt auch 100 Meter Rollen, es gibt 50 Meter Rollen. Verschiedene Größen gibt es, glaube ich. Das Größte, was ich jetzt kenne, das sind, glaube ich, 5 Kilometer auf einer Spule. Das haben aber meistens dann die Angelgerätehändler, womit sie dann die Rollen bespulen. Ob es noch größere gibt, kann ich nicht sagen. Das Ganze kann man alles kaufen, entweder online irgendwo oder in einem Angelfachgeschäft, was ich dann eher bevorzugen würde. Da hat man nämlich auch noch ein bisschen Beratung, gerade wenn man keine Ahnung hat von irgendwas. So, jetzt sagt ihr euch, okay, sieht so gebräuchlich aus. Aber wie funktioniert das Ganze jetzt? Der hat ja gar keine Angel. Wie baue ich das Ganze zusammen? So, Entschuldigung. Man kann sich eine Angelrute selber basteln. Aus einem, ich sag mal, langen Stock, aus einem, ja, aus einem Haselnussast, aus einem Weidenast oder was auch immer. An dessen Spitze macht man einfach ein Loch oder eine Kerbe ringsrum, wo man die Schnur befestigt mit entsprechenden Knoten. Hat den eklatanten Vorteil, dass wenn man einen Fisch an der Angel hat, beziehungsweise sagen wir mal so, ein Fisch hat angebissen, die Pose verschwindet unter Wasser, dann muss man einen Anschlag setzen, nennt man das, indem man dann einfach den Haken ins Fischmaul ja, reintreibt, sage ich mal. Man kann die Schnur auch in der Hand halten und das mit dem Arm versuchen zu machen.
Aber es ist ja klar, dass wenn man eine bestimmte Länge hat, dann hat man auch einen viel größeren Weg, um den Anschlag zu setzen. Das heißt, es wird definitiv effektiver, wenn man einen langen Stock oder irgendwas benutzt, wo die Schnur dran befestigt ist, als wenn man das nur in der Hand hält und man hat, was weiß ich, einen Meter, wo man die Schnur ziehen kann, ist nicht ganz so wirksam. So, das Ganze. Hier ist noch ein kleiner Aufkleber, damit die Schnur sich nicht von selber abwickelt. Was nehme ich für eine Schnur? Diese Schnur ist eine, ich sag mal, Nylonschnur. Nennt man Monofil. Das heißt, es ist eine einfädrige Schnur. Es gibt auch noch geflochtene Schnüre, welche ich allerdings nicht empfehlen würde. Das hat aber eine Sache mit den Knoten zu tun. Die müssen extrem gut gemacht sein und in einer bestimmten Situation, wenn es darauf ankommt, kann man die nicht einfach mal so schnell fix irgendwo dran knoten. Wie zum Beispiel hier an einem Wirbel. Ja, man macht einen Knoten, knotet diesen Wirbel fest. Ist mit einer geflochtenen nicht so einfach. Die hat die Eigenschaft, dass sie extrem, wirklich extrem glatt ist. Das heißt, wenn ein bestimmter Zug dann drauf ist, dann kann sich dieser Knoten durchaus aufziehen. Was jetzt bei einer Monofilen nicht der Fall ist. Ein weiterer Vorteil: Eine monofile Schnur hat eine gewisse Dehnung. Das heißt, wenn ich, was ich 5 Meter habe und ich ziehe da dran, dann merke ich wirklich, ich merke es sogar schon auf diesem kurzen Stück, dass sich diese Schnur dehnt. Je dünner die Schnur ist, desto größer ist natürlich die Dehnung, was das Ganze bei einem etwas größeren Fisch auch, ja, ich sag mal, wenn der Fisch flüchtet, dann wird wahrscheinlich der Haken nicht so schnell ausschlitzen, weil einfach eine gewisse Dehnung in der Schnur ist. Zusätzlich eine Federwirkung des Astes. Deswegen benutzt man Angelruten, einfach um bestimmte kräftige Fische zu schonen und erfolgreich zu sein, dass man die auch dann rausbekommt und der Haken nicht aus dem Maul ausschlitzt. Es gibt Fische, die haben ein extrem hartes Maul. Das sind meistens dann Raubfische, aber das ist nicht unser Ziel. Wir beschränken uns einfach mal auf kleinere Fische. So, das ist erstmal die Vorstellung von dem Set, welches ich benutze. Stecken wir das mal rein. Wie das Ganze montiert wird, zeige ich euch dann im nächsten Teil. Und auch Tipps, wie man denn dann auch erfolgreich und vor allem schnell, weil darauf kommt es natürlich an, wenn man wirklich in der Survival-Situation ist, Fische fangen kann. Und zwar hier in Deutschland, an den einheimischen Gewässern. Gut, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Ich habe das jetzt euch jetzt erstmal gezeigt, was in dem kleinen Set drin ist. Mehr braucht man nicht. Das Ganze ist erprobt, das Ganze funktioniert. Und natürlich habe ich prompt was vergessen. So. Und zwar Haken haben wir. Das sind kleine, nochmal wie gesagt, kleine Posen. Das ist ungefähr das gleiche. Paar Wirbel mit Karabiner. Ihr müsst die Karabiner auch nicht benutzen. Ja.
Die kann man hier öffnen und kann die abnehmen oder besorgt euch direkt nur kleine Wirbel. Wobei das eigentlich auch noch nicht mal nötig ist. Ihr könnt auch die Schnur direkt an die Haken machen. Die Haken sind Öhrhaken. Das heißt, die haben hier ein Öhr. Es gibt auch noch Plättchenhaken. Da ist die Schnur anders da befestigt. Finde ich jetzt für den Zweck nicht so geeignet. Ich würde lieber Öhrhaken benutzen, weil es einfach leichter zu handeln ist, das Ganze. Gut, dann das war jetzt eine kurze Vorstellung und weiter geht's dann im nächsten Teil, denn Götze folgt.